Herzlich willkommen zu diesem Video. Es wird sehr, sehr, sehr verrückt. Wir sind eingeladen worden von der DVK, also Thema Autoversicherung. Und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast. Wer kennt sie nicht? Selfie Sandra von Seven vs. Wild. Du hast noch ganz viel Puls. Ja. Ich auch. Mir ist auch sehr warm. Es wird sehr verrückt. Wir haben verschiedene Challenges, die wir machen. Es gibt Joker für sie und für mich. Ich weiß die Joker noch gar nicht. Wir werden am Ende des Tages sehen, wer als Sieger vom Platz geht. Ja, ich bin auch dabei. Das war zu krass. Es wird gut. Die Challenge, die hier ansteht, ist Zielbremsung. Das heißt, möglichst nah an den Wasserfontänen zu bremsen mit 50 km/h Geschwindigkeit. Eigentlich will man ja möglichst weit wegbleiben von so einem Objekt. Also ich bin mal gespannt, wie nah wir da zum Stehen kommen. Ich würde ja sagen, Ladies first. Ja, ich fange an. Ja, finde ich gut. Ja, doch. Dann, ich schaue zu, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was lernen und gucken, wie man es nicht macht. Viel Spaß. Nee. Joker, das Auto, nee, das Auto ist viel zu groß. Echt? Nee, kriege ich nicht hin. Joker? Okay. Das ist schon eher meine Preisklasse und mein Fahrauto. Und die Größe. Vor allem, du hast Winterreifen drauf. Das ist ja fies. Joker, ich danke dir fürs Auto. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke, Joker. Ja, das sieht schon viel besser aus. Otto, ich sag dir ehrlich, mach dich auf was gefasst. Ja, ich habe schon das Gefühl, du stapelst ein bisschen tief beim Fahren. Ich habe schon ein bisschen Muffensausen. Ich glaube, es ist kein leichtes Spiel. Tja. Ja. 3, 2, 1. Lass das hart am Gas immer hier. Das habe ich anders erwartet. Vielleicht hast du auch die Fontäne nicht richtig gesehen, aber es sieht so aus, als wäre sich durchgefahren durch die Wasserfontäne. Vielleicht wolltest du das Auto auch mal waschen. Was war los? Otto, das war einfach nur aus dem Grund, weil ich wollte das Auto einmal putzen, weißt du? Also eine kostenlose Waschanlage. Ich habe doch daran gedacht. Es hat auf jeden Fall Spaß hier gemacht. Otto, viel Glück! Danke, danke, danke. Danke dir. Ich gebe alles. Bin gespannt. Es sieht schon sehr, sehr nah aus, Otto. Ja, ich glaube, das ist auch nah. Ich kann gar nicht aussteigen, weil ich dann in der Wasserfontäne drin bin. Ich muss mal nachmessen. Und, was sagst du? Ha, das war, glaube ich, sehr nah gerade dran. Ich muss mal gerade gucken, wie nah. Wir haben den Raptor und jetzt steht an ein Rundkurs. Wir sind den beide schon gefahren. Es geht 3 Runden zu bewältigen. Jeder hat einen Joker. Ich weiß nicht, ob ich meinen nehme, denn ich möchte irgendwie schon gewinnen. Ich würde ihn an einer Stelle nehmen. Okay, alles klar. Ja, ich weiß, es wird sehr, sehr schwer. Wer fängt an zu fahren? Du, Ladies first. Okay, dann machen wir das. Danke. Auf die Plätze! Fertig! Los! War schon mal schöner, ne? Jetzt kriege ich auch noch die Nicklichkeit mit von der Sandra hier. Fast eine Pylone mitgenommen, aber gerade noch geschafft. Glück im Unglück. War das Deutsch, ja, ne? Ja, sehr gut. Scheiße, der ist echt schnell! Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Otto, das geht deutlich schneller. Ja, Feierabend, Leute. Was soll ich machen, Alter? Oh, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren.
Überbesserungsfläche, Überbesserungsfläche. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Nein, 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 nein. Oh, der kommt immer, der kommt. Bitte, Rap. Otto, schade, dass du keine extra Runde gefahren bist. Du liegst bei einer Runde gerade bei 3 Minuten 20. Das geht deutlich schneller. Nein. Scheiße, Mann. Wie kann man denn nur eine Minute dafür brauchen? Mann. So, ich habe natürlich geheimerweise den Sportmodus eingeschaltet. Und den stelle ich gleich schön wieder zurück. Wenn du möchtest, kannst du gerne den Joker benutzen. Ist vollkommen okay. Okay, ich benutze den Joker, ich benutze den Joker. Ich drücke den schon mal gucken, was da passiert. Nee, warte, erstmal hier zu Ende fahren. Der kommt immer hinten rum. Nein, 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 nein. Das ist ein langes Schiff, aber er lässt sich super fahren. Mein Raptor, mein Raptor, mein Raptor. Okay, Joker. Feierabend. Buzzer drücken, Buzzer drücken. So, ich nehme den Joker. Der Joker, ja, genau, richtig so. So. Ist besser so. Die andere halten. Aussteigen. Ja. Du fährst oder was? Bist schneller? Den Joker eingesetzt. Ja. Ja, einmal umdrehen. Okay. So, jetzt schön entspannen. Die, das verliert Zeit, das kostet noch mal Zeit. Ganz doll massieren, weil ich weiß, dass Otto ganz verspannt ist. Nein, noch länger! Otto ist verspannt! Hallo? Oh nein. Mann. Ja, okay. Oh, entspannt. Weiter geht's hier. Ja. Kommt. Sehr entspannt. Jetzt hab ich eine Rückenmassage bekommen. Das. Also Doka, ne? Nächstes Mal bitte ein bisschen länger, ne? Eine Minute hätte das schon sein können. Ah, super. Das Schöne ist, ich lerne meinen Raptor nochmal hier besser kennen. Ne? Es ist ein super Auto. Ich liebe ihn einfach. Einfach super. Für alle, die zuschauen, ich kann jedem empfehlen, so ein Fahrsicherheitstraining zu machen. Erstens, gut für eure Kfz-Haftpflichtversicherung, die nicht zu nutzen. Absicherung ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber dass er keine Schäden verursacht, weil ihr wisst, wie euer Fahrzeug sich verhält. Also deswegen super gerne abchecken, die Kfz-Haftpflichtversicherung, natürlich von der DVK. Ah, jetzt muss ich nochmal sehen, zieht euch. Ich wette, das war die schnellste Zeit, die hier jemals gefahren worden ist mit dem Pickup. Ja, ja, warte mal, bis ich hier gleich loslöse. Ja, Leute, also ich bin dafür, dass ich hier 10 Minuten Vorsprung kriege, Alter. Otto, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ja? Zeig mal bitte ganz kurz die Zeit, wie viel waren das? Also insgesamt hast du 3,56 gebraucht für jede Runde. 1,11, 1,8, der Joker hat leider 24 gekostet. Ja. Dementsprechend bist du in der letzten Runde jetzt 1 Minute und 31 Sekunden gefahren. Aber das ist eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube für das Auto. Ja, jetzt bin ich dran, ne? Bist du schneller? Also in meinem Kopf bin ich schneller. Ob es die Praxis dann auch so ist, werden wir jetzt sehen. Ich hoffe, ich nehme Auto jetzt auseinander. Das ist wichtig. Sandra, ich war ein bisschen fies. Ich habe den Sportmodus reingemacht. Soll ich dir zeigen, wo der ist? Ja. Gerne. Bist du ready? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Ich bin hier langsam gefahren und jetzt folgt. Ich glaube, eine Pylone falsch gefahren. Boah, es gibt die Gas mit meinem Auto. Und jetzt? Ich, Scheiße, wo lang? Ganz ruhig zu machen. La la la. Und jetzt schießt die hier los. Bist du vorher mal irgendwo Rennen gefahren oder wie kommt es auf einmal, dass du so Gas gibst? Und jetzt nochmal? Also das Auto steht hier, das kann ich dir schon mal sagen.
nicht richtig schnell, die ist gar nicht so langsam. Ob das hinhaut mit Joker, bei mir hat er natürlich echt Zeit gekostet. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Auf der Bewässerungsfläche kannst du ruhig Gas geben, bis du merkst, dass er immer so ein bisschen anfängt zu schwimmen oder auszubrechen. Boah, so ein bisschen zu doll. Aber zum Glück bin ich gut versichert. Eieieiei, da ist aber eine Racerin hier verloren gegangen. Ich glaube, ich mache ein bisschen Platz, so schnell, wenn die in die Ecke kommt. Halleluja! Noch keine Pylone umfahren, noch gar nichts. Die ist eben so langsam gefahren. Bei der Einführungsrunde denke ich so, okay, super, das hast du auf jeden Fall fix. Aber jetzt gibt die hier ein Gas, schießt hier los. Was bin ich auf die Zeit gespannt? Du bist richtig schnell. Hier schnell. Oh, Leute, was mache ich hier? Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell Auto gefahren. Schnell. Also ich glaube nicht, dass ich da schneller bin. Also der Joker hat einfach die Zeit gekostet. Halleluja! Ja, okay, wir hätten einen Supersportwagen hier für dich nehmen sollen, du. Das ist flott. Die ist in der Minute da. Ich glaube, das gibt ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle Piloten haben mitgenommen. Ich war generell bei den Runden einen Tick schneller. Aber ich weiß nicht, ob der Joker die ganze Zeit aufgefressen hat. Weil die ist wirklich schnell. Wirklich schnell. Also ich glaube, viel schneller geht nicht. Viel schneller geht nicht. Letzten Meter. Alter! Was war denn das? Zum Glück war ich gut versichert. Also du bist vorher Rennen gefahren, ja? Hast du mir nicht davon erzählt? Alter, das war zu krass! Oh, ich mach mal kurz das Auto aus. Du bist super, super, super schnell. Also ich habe die Zeit noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Also, wie bist du denn mit um die Ecken gefahren? Quietsch mit dem Reifen so eben ganz entspannt, la la la, und dann scheinst du hier durch. Feierabend, Leute. Mein Herz rutscht mir heute wirklich nach in den Arsch, Alter. So, jetzt bin ich auf die Zeitauswertung gespannt. Was glaubt ihr denn? Ich glaube, Otto hat trotzdem gewonnen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war super knapp. Und ich glaube, dass sie um so 10 Sekunden vorne liegt. 15 Sekunden vorne. Boah, das war ja wirklich, also sehr, sehr Kopf an Kopf. Tja, Leute, ich bin immer für eine Überraschung da. Ja gut, ich gebe auf an dieser Stelle. Ey, wie ich da durchgeslidet bin, Feierabend! Aber er lässt sich gut fahren, oder? Übelst, so. Sehr, sehr geil. Also es steht 1-1, es ist ein Kopf an Kopf Rennen. Da hast du mir am Rennleiter geschlagen. So, jetzt kommt das Letzte. Also ich bin Kind vom Dorf. Ich auch. Und die letzte Challenge ist einparken. Und ich bin so gut wie nie in der Stadt unterwegs. Wie gut parkst du ein? Ich parke, ich glaube, ganz in Ordnung ein. Halt nur mit dieser Rückfahrkamera und alles, was piept. Das hilft mir. Also ich weiß, wir haben keine Rückfahrkamera, wir haben keine Assistenzsysteme. Also müssen tatsächlich wirklich mit Spiegel fahren. Und die Parklücke sieht sehr, sehr, sehr klein aus. Und so Parkschäden passiert schnell. Also wer von euch Bock hat, es gibt eine Parkschadenschutz bei der DVK, könnt ihr abchecken, Link unten bei.
Das Gute ist, wenn wir das abräumen, ist nicht so schlimm, denn wir haben Kartons da. Ja, zum Glück. Jetzt wer fängt an? Ja, okay. Schnicken? Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe verloren, das heißt, ich muss anfangen, ne? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Scheiße, ja, er macht's gut leider. Er macht's leider. Oh nee, 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 nee. Ja, ein bisschen nach links. Ja, Leute, Feierabend. Ja, Otto, kannst auf jeden Fall noch. Ja, es wird knapp. Ich vergesse, dass wir Konkurrenten sind, weißt du? Ja, ja. Ja, ja. Ah, Karton, 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 Karton. Nee, nee. Karton. Mann, wenn man keinen Karton sieht. Ich sehe nur den Schatten. Ah! Ich glaube, die man Verwirrung bringen, was ich hoffe, ja. Ja, bitte flieg! Ah, schon sehr gut leider, ne? So. Ha! Stopp! Ja, es war leider. Es war leider gut. Wie nah bin ich dran? Da ist noch nicht Platz. Habe ich irgendwas mitgenommen? Nee. Hat geklappt. Du hast es echt gut gemacht. Ist it ready? Ja. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Joker. Oh. So, komm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Fahr nochmal zurück. Nach vorne? Nach vorne? Nochmal neu. Weiter, weiter. Nach vorne, weiter? Ja, ja. So, jetzt nochmal. Stopp. Jetzt einlenken, komplett. Jawohl. Ja, lenk ein, weiter, komplett. Ja, weiter. Oh. So. Jetzt wieder zurück, komplett einlenken. Und jetzt weiter. Ja, fahr noch geradeaus. Das war nach meinem Gefühl. Ja, ne? Okay, jetzt wieder kommt der Dunkel. Weiter. Ja. Stopp. Egal, ich hab geparkt. Jetzt noch ein Stückchen zurück und dann stehst du perfekt. Ja, perfekt. Super. Ey. Keine Schäden. Ja. Das war perfekt. Ja, das war. Ja, also eingepackt bist du, ist genau perfekt in der Parklücke. Ja, ich habe ein bisschen was umgefahren, kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Das übersehen wir jetzt einfach. Hier hinten auch! Ja, bei dem Panzer merkt man das nicht. Nee, wirklich nicht, ne? Wirklich nicht. Das ist gut, du hast ja eine Stoßstange. Ja, Also einparken, wir halten fest. Dorfkinder können es einfach nicht. Nee. Oder? Das einfach nicht, ne? Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Und obwohl, weil ich das Auto kenne. Wahrscheinlich ein kleiner Vorteil. Ja, und weil du jemals ohne Kamera gefahren bist. Ja.
Aber da merkt man schon, so Parkdinger ist schon einfacher, ne? Mit Sensoren und mit Kameras. Man gewöhnt sich einfach dran. Ich frage mich immer, früher waren manche Autos total unübersichtlich und da machst du eigentlich ratzfatz irgendwelche Schäden dran. Das stimmt. Ja. Ja, ich hab's trotzdem schlecht gemacht. Ich fand's war zu gut. Also wir können Danke sagen, DVK, die das Ganze organisiert haben. Jeder Fahranfänger nutzt sowas aus, wenn ihr ein Auto habt und einfach nicht wisst, wie das Auto reagiert, nutzt solch Fahrsicherheitstraining. Checkt gerne das Angebot von der DVK ab. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich habe ja noch eine Sache. Weil du ja gewonnen hast, darfst du 5-mal Fahrsicherheitstraining sogar verlosen an deine Community. Wie du es verlobst, bleibt dir überlassen. Ist das mal ein Brett? 5 Leute von euch können Fahrsicherheitstraining gewinnen über die DVK. Was müsst ihr machen? Instagram-Account DVK aufrufen, den Beitrag zu uns kommentieren, DVK folgen. Und dann können 5 Mann von euch, 5 Leute, ein Fahrsicherheitstraining gewinnen. Ich sag vielen, vielen Dank, Sandra. Es war ein mega cooler Otto, ich Tag. Danke dir. Es hat richtig Bock gemacht. Ich danke dir. Wir sehen uns bei irgendeinem anderen Abenteuer. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Otto.